So, was haben wir hier? It's good for Chloe to stay in touch with her friends. Ja, das denke ich auch. Joyce is already a supermom. Supermom, learn the family. Sie führen die Familie an. Weißt du, er hat der Held der Familie sein und sie führen die Familie an. Alles klar. Zwei Anführertypen also. Huh. Joyce used to hate smokers in the diner. Good morning, Max. Oh, you and Chloe are so much quieter now than when you were kids. I remember. It's nice waking up in your house again. Oh, William and I love it. Finally seeing you and Chloe together after all these years. After the accident. Ja, wir sprechen mal über Chloe. I wish I was a better friend. I know Chloe doesn't get many visitors. Oh, Max, you're Chloe's best friend for a reason. You're here exactly when she needs you. I hope so. You guys do such an amazing job taking care of her. We can only do so much, and she gets damn sick of her parents. That's why it's so important you came to spend time with her. Max, Chloe's condition is not improving. Her respiratory system is very weak, and she... Do you know what I'm saying? Joyce. I'm so sorry you have to go through all this. Bad or good, I embrace every moment with my daughter and my husband. This is what it means to be a family. And we'll always be one. No matter what. Wird ja schon mal selber schon so ein bisschen traurig, wenn man sich das so anhört. Das ist alles scheiße. I have to tell you how much I love seeing you and William together again. He's been such a hero through all this. Chloe and I, lucky to have him. Chloe and William seem like they still get along so good. Yeah, those two are closer now more than ever. Chloe will actually listen to William while she usually ignores me. Oh, it's so cute when they gang up on poor old me. You rule, Joyce. Shit. Things would be different if I did. I like how you think, kid. Kid? How are you doing, Joyce? I'm doing the best I can, Max. I won't lie. It's difficult. But nobody said life was easy here in Arcadia Bay. David Madsen, wahrscheinlich fand ich, hä, wer ist das denn? Plus, you guys have to work too. Ah, Bill and I have no time for ourselves. And we're working more than we're living. I even had to take a part-time gig at Pan Estates. Ugh. Do you know the Prescotts? I know that Sean Prescott won't be happy until he owns everything in Arcadia Bay. Stay away from his son, Nathan. Naja, mit dem sind wir rein zufällig befreundet, in dieser Welt zumindest. So, what do you think is going on here with all of this eco-havoc? Maybe Arcadia Bay just wants to be left alone. I know the feeling. Honestly, I don't give a shit about too much outside our house. I don't blame you, Joyce. Except now we have dead birds and beach whales outside our front door. So maybe I should care. For Chloe's sake. Naja, es ist so ein bisschen die Ansicht, die William auch hat. Mich interessiert nur die Familie. Aber gut, wenn man natürlich in so einer Situation ist wie die beiden, dann kann ich das schon nachvollziehen. Do you know somebody named David Madsen? He, might hang out at the Two Whales. Well, that was random. Yeah, he's a bus driver. He comes in sometimes. Cute, quiet. Why? Oh, I was just curious. You always were. Nice to see that everything doesn't change. I better get back to Chloe now. It's good talking with you, Joyce. You too, honey. Honey. Hey, 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 hey. Ja. So ist das alles. Hier hängen doch solche Ketten. Kann ich nicht eine von denen nehmen, da ans Fenster hängen, dann ein Foto davon machen? I know. Things aren't as neat and tidy as they used to be. Weißt du, die redet noch, wir gehen einfach raus. So sind wir halt einfach. Ich blenke mich, glaube ich, ich lasse mich, glaube ich, einfach zu sehr von diesem Fotogedingsel ablenken. Ich glaube, ich soll das Spiel einfach ein bisschen mehr
entspannter angehen. Kann ich eigentlich noch wieder hochgehen, wenn ich möchte? Nee, kann ich nicht. Okay, also alles, was oben ist, bleibt jetzt auch oben. Ob sich hier vielleicht was verändert hat. Das Spiel ist auch manchmal fies, muss man ja auch dazu sagen. Das ist noch alles gleich. Autoschlüssel, bla bla. Fernseher, okay, läuft gut. God damn, the bills never end. Tja, ein nie endender Strom aus Rechnung. Wir gehen da mal rein. Ach du, immer noch hier? Okay, der ist fies. Aber ganz ehrlich, man macht ja in der Regel keine Witze über Leute, die ne, behindert sind. Also jetzt in ihrem Fall eine körperliche Behinderung. Und das ist nicht böse gemeint. Sie ist eingeschränkt. Wenn man dann Witze über solche Leute macht, heißt immer sofort, du böser Mensch, machst böse Witze über behinderte Leute. Weißt du, wenn ich einen Witz über einen gesunden Menschen mache, ist so, ja, alles gut. Aber wenn man über Behinderte macht, dann ist ganz schlimm. Aber auf der anderen Seite, das sind auch nur Menschen. I'm so glad we had our movie night, even if you crashed on me. That's why they call it a sleepover. Und die möchten ja auch behandelt werden wie Menschen. Sie sagt ja selbst, sie möchte nicht behandelt werden wie ein Baby. Ne? Das heißt, ich sollte auch keine Rücksicht darauf nehmen. Und mit ihr quasi ganz normal umgehen, wie mit jedem anderen Menschen auch. Does Chloe look at the garden and think about her childhood? She can't even feel the grass now. Ich weiß nicht, irgendwie bin ich so auf dieses Fenster hier fixiert. Keine Ahnung. So, ja, wir können scheinbar nicht mehr machen. Dann würde ich sagen, hier... Gönn dir. Finally. Give me the blue pill. I'm sorry. I'm nosy, but not precise. Go ahead and plug it right in. It's so easy. And painless. Okay, but get ready to yell for your folks if I screw up. Oh, trust me. I will. Of course, my pain just keeps getting worse. But you caught me on a good day. Max, I'm so grateful that I'm even able to hang out with you. See, I'm getting mushy. I'm already high. You're so adorable. Do you want anything else? Stop me if I'm being too emo, but can you grab one of the photo albums over there? I'd like to check out some old pictures of us when we were kids. Please, my diary is like emo ground zero. Plus, Max Caulfield does not pass up a photo op with Chloe Price. Ever. Ist das jetzt gerade eine Steilvorlage gewesen? Ich verpasse nie ein Foto mit Chloe Price. Fenster? Ah, ich weiß es nicht. Also, wir sollen auf jeden Fall hier das Fotoalbum hier rüberbringen. So, Chloe has her own photo album. Ich nehme das mal. Bedeli, du hast ein Fotoalbum aufgenommen. Congratulations. Ja, mehr kann ich auch gerade nicht machen. Dann würde ich sagen, gucken wir uns mal das Fotoalbum an. Müssen wir nicht irgendwie zur Schule? So, by the way. Is that okay? Perfect. Oh my god. Look how little we are there. We look like toys. I remember that day by the lighthouse. My dad was pissed at us. He actually tried to give us a timeout. And you laughed at him. My dad would have banished me. So, wir müssen jetzt die Seite selber umblättern. So gerade ganz fasziniert von den Fotos, die da drin sind, wo auf einer Seite nur zwei Fotos drauf sind, dass ich das gar nicht wirklich gerafft habe. Whoa, awesome picture. We look so badass in our pirate gear. We should have taken over Arcadia Bay when we had the chance. There's still time for you. Kann ich da hinten mal... Also ich sehe das Fenster, aber ich kann gerade kein Bild davon machen, oder? Also ich kann nur hier vorne Seite umblättern. Okay. Zeit zurückspulen im Sitzen.
Oh man, there we are making pancakes. I love that shot of us. It's hard to believe my dad took that picture only 5 years ago. Literally seems like yesterday. Ist es das Bild? I wish it was. Me too. Es ist das Bild. This photo. Maybe I could. Listen, Max. My respiratory system is failing, and it's only getting worse. I've heard the doctors talking about it when they thought I was zonked out. So, I know I'm just putting off the inevitable while my parents suffer along, and I will too. This isn't how I want things to end. What? What are you saying? I'm saying that being with you again has been so special. I just wanted to feel like when we were kids running around Arcadia Bay and everything was possible, and you made me feel that way today. I want this time with you to be my last memory. Do you understand? Yes, I do. All you have to do is crank up the IV to 11. Was? Du kannst dich hier umbringen! Sag doch mal was! Was? 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 Und dann so ein Ding! Und dann so ein Ding! Ernsthaft? Sie sagt zu uns, wir sollen sie umbringen? Wir überlegen tatsächlich. Vor allem, ich meine, ich kann mit, ich weiß es nicht antworten, aber... Ach du Scheiße. Oh Gott, jetzt bin ich schon wieder in so einem richtig schönen Zwiespalt drin. Also, auf der einen Seite ist es ja so, ihre Familie leidet. Ne? Also, sie müssen vielleicht das Haus verkaufen. Die Frage ist, wo landen sie denn überhaupt? Und ja, wahrscheinlich irgendwo auf der Straße als Obdachlose. Ihre Tochter wird wahrscheinlich so oder so irgendwann sterben. Auf der anderen Seite verweigern, ich meine aus ethischen Gründen, ich kann keinen Menschen töten. Das ist aktive Sterbehilfe, was ich hier gerade in Erwägung bin, Erwägung ziehe zu betreiben. Also, ne, die Max zumindest. Ich bin ja noch völlig außen vor. Mann, jetzt, das ist so ein Moment, wo ich ja, ich will jetzt nicht sagen, Harlequin Joker einsetzen muss, aber das wäre jetzt so. Vor allem, ich weiß es nicht, einfach unentschlossen zu sein. Da bin ich kein Freund von. Ich möchte schon einen der beiden Wege gehen, aber die Frage ist, welchen gehe ich? Scheiße, ich kann mich nicht entscheiden, Mann! Also, sagen wir mal so. Auf unsere Welt bezogen bin ich eigentlich jemand, der proaktive Sterbehilfe argumentiert. Aus dem einfachen Grund, weil jeder Mensch sollte selbst über sein eigenes Schicksal entscheiden dürfen. So. Sie ist in einem Zustand, sie kann sich nicht selber umbringen. Sie ist verdammt dazu, in diesem Körper gefangen zu sein. Und sie möchte es ja. Man könnte jetzt argumentieren, ja, sie steht gerade vielleicht unter Morphium-Einfluss. Aber ganz ehrlich, sie möchte sterben, ihre Eltern versinken im Chaos, ihnen würde es dadurch besser gehen. Klar, sie würden ihre Tochter dadurch verlieren, aber es ist so. Es tut mir leid! Chloe, I'll just drift asleep. Dreaming of us here together. Es tut mir leid. Forever. Nein, du kannst es nicht. Du kannst es nicht. Nein, nein, du kannst es nicht.
ich habe tatsächlich gerade aktive Sterbehilfe getrieben. Thank you so much. I'm so proud of you for following your dreams. Don't forget about me. Never. I love you, Max. See you around. Sooner than you think. Wir haben Chloe getötet. Ich könnte es wahrscheinlich rückgängig machen, aber... Okay. Also... vor allem Foto scharf stellen. Wir wissen doch gar nicht, was das überhaupt funktioniert. Und ich meine, gut, wir müssen uns jetzt nicht mit der Reaktion ihrer Eltern konfrontieren, aber boah, das ist schon. Vor allem, ich bin echt gespannt, was das für Auswirkungen hat in der Zukunft. Also wahrscheinlich werden wir jetzt wieder in unsere Zeit zurückkehren, aber. I'm sorry, William. Ah ja, das kennen wir ja schon. Linke, rechte Maustaste und A und D. So, diesmal kriegen wir es wahrscheinlich ein bisschen schneller hin, weil ich weiß, ich muss beide Dinger benutzen. So geht's. Someday Dad will get one of them newfangled computers. I hope the flash didn't scare you, Max. This is a keeper. Der Anruf. Hello? Hey, honey. What? Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course I'll come pick you up. Oh, my. Shit, where are my keys? That's a dollar for the swear jar. You mean your college fund? Aha! You can't hide from me forever. And no Chloe and Max wine tasting session. Dad! Damit. Don't blow it, because tonight your mother promised to make us a world famous salmon surprise with chocolate cake. Ist die Möglichkeit, zurückzukehren, vorbei. That makes all of us. Mach es gut, William. Du warst einer von den Guten. Es tut mir leid. Max, you are being so fucking strange. Like you're never gonna see us again. Chloe, I'm so sorry. I tried to make things different for you. I did try. I'm sorry. I don't know exactly what you're talking about, but come on. You have made things different, like my whole life. You're my best friend. I've got you and a great family. What's to be sorry for? We'll be best friends forever. And when we grow up, we're taking over the world. Listen, whatever happens, I want you to be strong. Even if you feel like I wasn't there for you. Because I will never abandon you, Chloe. I'll always have your back. Always. Und so kehren wir wieder zurück in die eigentliche Gegenwart. William stirbt bei einem Autounfall.
Chloe wird zur Ausreißerin, / Punkerin. Joyce heiratet David Madsen. Und sie bekommt kein schickes neues Auto, mit dem sie einen Unfall hat, sondern catcht sich mit David Madsen. Aber so gefällt sie mir auch besser, unsere Chloe. Wer ist denn das Mädchen da unten gewesen? Waren wir das? Okay, wo sind wir jetzt? One kiss, now you're all over me? I'm so glad you're here. You sound high, but thanks for the morning grove. Since we were up all night playing CSI Arcadia Bay, I was still spaced out here trying to put all this info together. Max, did you forget we've gone over this? I hope you weren't messing around with time while I was sleeping. Not anymore. I'm just spaced out too. Welcome back to the real world. Und so kehren wir in unsere Welt zurück. Warum? Das wäre das Erste, was ich jetzt machen würde. Vielleicht würde sie dann die Welt etwas anders sehen oder betrachten. Aber gut. Wir genießen noch kurz den Moment. Und dann erheben wir uns in unserem Haus. Wir haben mit Sicherheit schon eins von den Bildern verpasst, oder? Gut, was haben wir denn hier so Schönes? Damn. This is a serious exposé on the Prescotts. Finally. The Great Northwest. Penn Estates der Prescotts. Fluch oder Segen von Craig Kennedy. Der Name Prescott mag nicht viel für sie oder alle anderen außerhalb einer kleinen Küstenstadt Origins bedeuten, aber dieser Name hat viel Bedeutung für Arcadia Bay. Eine idyllische und zeitlos wirkende Stadt. Einst war sie der Sitz einer florierenden Fischerei- und Tourismusindustrie, aber diese Tage sind Geschichte, trotz des lokalen Erfolgs der Blackwell Academy und ihrer Football- und Schwimmteams, den Bigfoots und Ottern. Veränderungen in der Umwelt der Region reduzierten die Anzahl der Fische und anderen Meereslebewesen und resultierten in einer stagnierenden Wirtschaft und eingeschränkten Tourismus. Kurioserweise verstanden die Prescotts es, ihre Geschäftsinteressen auf einem ziemlich profitablen Niveau zu halten. Tatsächlich stehen sie hinter einem teuren und exklusiven Siedlungsbau namens Penn Estates, der tief im Wald in der Nähe der Blackwell Academy angelegt werden soll. Örtliche Gruppen amerikanischer Ureinwohner reichten bereits zahlreiche Anträge gegen das Projekt ein, in denen eine weitläufige Zerstörung von Stammesland und natürlichen Ressourcen angeführt wird. Auf der nächsten Seite fortgesetzt. Okay, so, hinsetzen brauchen wir uns nicht mehr. That's my Chloe. The Bad Girl's Guide to Guns. Waffenleitfaden für böse Mädchen. Willkommen in Amerika. Ah, so, was haben wir noch so Schönes? Ein bisschen Essen von gestern. Achso, das mussten wir ja machen. Ich hoffe, ich verpasse jetzt dadurch nichts. So close, yet so far away. We have to do three main things. Right. What things? One, decipher Frank's logbook.
to get Nathan's phone to find out where he's been during the Vortex Club parties with Kate and Rachel. And see whatever hidden shit he's got in his messages. Three beats Step Douche Dan until he tells us about Frank, Nathan, and the Dark Room. And I do have a gun now. Keep it in your pants. We'll have to do this on our own. Dude, at least let me kick his ass, then rewind. Fine, whatevs. It's your power. Which I can't waste on shit like that. Or Blackwell would be in big trouble. You didn't even let me take that money to pay Frank off. And I'm glad. We have to be better than that. I know. You should get busy in the garage to see what dirt you can dig up. I'm gonna cyberstalk some names and see where that leads. Or to who. And be careful of Stepcrack. He's not gonna be a happy camper after you reamed him yesterday and Mom is giving him the boot. I'm on it, partner. Gut, wir können jetzt I can't abuse this level of my rewind power. It's way too dangerous and I need to navigate the present without messing up the past. Wo sie erstmal nicht Unrecht mit hat. It's amazing how innocent our drawings were compared to what we're doing now. Und das letzte Wort hat nicht mehr da drauf gepasst. Ah, die Pistole. Die sollten wir vielleicht nicht ganz so offensichtlich hier liegen lassen? I still feel sketchy about giving Chloe the gun back. Naja, weiß ich nicht. That Snowdoe always makes me think of William and Chloe. Ich hoffe nur, dass sie halt wirklich keine Dummheiten damit macht. All this shit. Portemonnaie untersuchen? Ich untersuche gleich mal. I should have known just erasing that phone message wouldn't stop the police. Von Polizei Arcadia Base, Chloe Price, Miss Price, hier Wachtmeister Anderson Barry. Wir haben Ihre Kontaktdaten hier in unseren Akten und bitten Sie zur Beantwortung einiger Fragen am Montagmorgen um ca. 8 Uhr im Revier zu erscheinen. Dies betrifft Informationen zu einem Einbruch in der Blackwell Academy, der vor kurzem stattfand, und der Tatsache, dass Ihr Wagen zur ungefähr gleichen Zeit auf dem Parkplatz identifiziert wurde. Wir freuen uns darauf, diese Angelegenheit aufzuklären, Wachtmeister Barry ABP. Naja gut, ich meine, da können wir uns relativ leicht rausreden, indem wir einfach sagen, gut, wir sind da irgendwo in der Nähe spazieren gewesen oder sonst irgendwas, aber wir haben da nichts mitbekommen. Ich meine, nur weil unser Wagen stand, ist das ja noch kein Beweis, dass wir das waren, die da eingebrochen sind. I'm so sorry, William. It's not fair you had to die twice. Na gut, da hat er nichts von mitbekommen. This butterfly photo seems like a million years ago. How much time have I altered since? Ein wenig. Aber ich denke zum Guten. Yes, Chloe Price was here. So, hier ist noch Papier und ich will immer auch die seine Foto fetzer machen, Mann. Staying up all night is the best excuse to drink lots of coffee. Sieht ein bisschen komisch aus, der Kaffee. So ein bisschen pixelig. I wish I could tell Chloe how much William cared about her. I feel like we're missing a major clue. Keep digging, Chloe. So, was haben wir hier noch drin? Even Holmes and Watson didn't use every piece of information. Vor allem dieser mit dem Totenkopf. Okay, ja, hier können wir scheinbar nicht weiter was machen. Dann würde ich sagen, sonst ist hier ja nichts mehr, dann gehen wir mal raus. Oh no, that poor little bird has been trapped in here. Gut, den können wir ja rauslassen, oder nicht? Hallo Vogel. Erschrecken. Na gut, wir sollten erst ein Fenster aufmachen. Oh, that blue dye makes me so happy. It means the real Chloe is back. With me. Und bei mir. So. Oh, wir können sie wieder waschen. Last time I wanted to splash some water on my face, my whole life changed. Ja, dann machen wir es auch nochmal. Gut, ändert nichts. Fangen wir wieder unsere normalen Sachen an. Ich lasse mal das Licht kurz an. Da vorne können wir das Fenster aufmachen. This might be the last poster advertising Arcadia Bay after tomorrow night. Sehen. Fenster. Können wir öffnen? It's such a warm, beautiful day. How could a killer storm just pop up tomorrow?
Kommt schon noch. So, dann lassen wir den Vogel mal kurz raus. Okay. Ist jetzt wahrscheinlich so ein bisschen vom, wo wir da dran gehen. Fly, be free. Gut, es hat Auswirkungen. Die Frage ist nur, in welcher Hinsicht wird es Auswirkungen haben? Since David might be in there, I better mosey along for a change. Hey, ich dachte, der wird rausgeschmissen. Wie kann der denn da drin sein? Gut, das haben wir erledigt. Wir gehen da mal runter. Ansonsten haben wir sowieso kein Fenster mehr.